Es ist Nacht in der Welt, nicht nur in Berlin gestern. Terroranschläge in der Schweiz, in der Türkei, im Libanon. Wie viel Nacht liegt uns, sagen wir. Verzweiflung, Ohnmacht, Ratlosigkeit, Aussichtslosigkeit. Es ist Nacht in Berlin, so kurz vor der Weihnacht, Widerschrift. Dabei ist die Weihnacht Nacht und sie bleibt Nacht. Die Nacht, die Gott den Kindern der Krippe erlebt, als er fern der Heimat geboren werden musste, weil die Technik nicht antworten konnte. Als wir ihn beten, als er auf die Flucht ging mit seinen Eltern, sein Leben zu retten und den Tod ist Nacht. Die Weihnachten hier bald vergehen, ist Nacht. Von dieser Nacht ist Gott nicht geflohen. Er ist geblieben bei den Menschen in der Nacht, den Hirten, den am Kreuz, den, die in der Weihnacht müssen, den die Ausführung sind. Gott ist nicht geflohen, das feiern wir in dieser Nacht. Deshalb ist ein kleiner Stern aufgegangen über dieser Nacht. Ein Stern der Weihnacht in der Nacht am Himmel. Ein Stern, der uns aufruft, alte Ausdruck Gott aufzuhalten. Wir Schwestern und Brüder, jetzt beieinander zu bleiben, manches auszuhalten, nicht schön zu finden, nicht zu bagatellisieren, nicht zu erklären, auch mit vielen frommen Worten, die alles zu meinen können, was wir auf den Begriff bekommen. Unsere Kirche ist leer. Vielleicht ist das die Haltung wirklich, die gläubige Haltung von Christen in der Nacht, auch die Leere auszuhalten, das nicht verstehen zu können, das nicht erklären zu können. Vielleicht ist das die größte Hilfe für die Trauernden, die Leidenden, die Ohnmächtigen, nicht nur dieser Nacht bei ihnen zu bleiben und mit ihnen Fragen ungelöst auszuhalten. Ich kann auf den Stern schauen, den kleinen Stern. Auf den kleinen Stern, den uns geschenkt wurde, weil Gott uns nicht allein lässt. Kleine Hoffnung. Vielleicht ein kleines Öffnungszeichen, aber die Hirten blicken im Himmel und sagen, dieses kleine Zeichen. Wäre es nicht gut, wenn wir an Weihnachten füreinander einen Stern wären in dieser Stadt? Jeder für einen Menschen, der in der Nacht lebt, nur für einen in dieser Nacht, würde das nicht diese Nacht auch zur Geweihten machen, zur heiligen Nacht machen? Ein Stern, wenn ich in einem der ganzen Nacht lebt. Ein Stern zu